Meine lieben Leute, ich heiße euch willkommen, herzlich. Ich habe ein bisschen Angst, ihr hört das Pfeifen, das ist gar fürchterlich und Bernd wird sagen, Mist. Der hat mir letztes Mal irgendwas von wegen gesagt, ne, i-Tüpfelchen und ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll, Entschuldigung, sagen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber wir hatten hier den roten Knopf gedrückt und noch nicht gedrückt und das ging nicht, weil Briegel irgendwie was briegeln musste. Und mal gucken, was wir da jetzt draufdrücken. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich auch. Komm, Bambi, es geht los. Das willst du nicht verpassen. Es ist ein kleiner Knopfdruck für ein deprimiertes Kastenbrot, aber ein großer Bums für einen künstlichen Vulkan. Ach, was rede ich da? Egal. Okay, festhalten! Macht. Eigenartig, dass wir trotz Corioliskraft wieder hier gelandet sind. Na, egal. Hauptsache, wir haben die Jack-Statue gerettet. Oh Gott, was habt ihr gemacht? Den Fall gelöst? Ihr habt die Jack-Statue zerstört. Die langolische Delegation kann jeden Augenblick kommen. Ich glaube, ich gerate in Panik. In Ordnung, machen Sie ruhig. Wir gehen nach Hause. Nein, Bernie, wir müssen Budimčić helfen. Vielleicht können wir ein passendes Surrogat für den Kopf materialisieren. Ach, Mist. Aber zuerst solltet ihr die Überreste eurer schändlichen Tat wegräumen. Bern, krastiger Koloss, vielleicht hat der Bevollmächtigte der Staatsgewalt recht. Herr Wachtmeister Budimčić, beruhigen Sie sich doch. Ich? Mich beruhigen? Ich flippe aus! Manchmal sollte man sich einfach weniger um die Mitmenschen kümmern, sondern einfach die Klappe halten. Mist. Was meint ihr hier? Budimčić läuft da rum wie so ein, ne? Wir haben das Scheißvieh wieder besorgt unter Einsatz unseres, insbesondere meines Lebens und das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind aus dem Vulkan geschossen worden und wieder hier gelandet, warum auch immer. Wen spiele ich jetzt? Okay, ich spiele Bernd. Können wir ein bisschen Kaugummi können wir nicht nehmen. Das ist Kopfteile. Kopf der Statue. Kann ich aber nehmen, ne? War ja Bronze, ne? Die Kleinteile stecke ich ein, bevor die langolische Delegation kommt. Kann ich mit Chili reden? Kann ich mit Priegel reden? Kann ich mit Budimčić reden? Ja. Pass mal auf, Rita. Alter, ich krieg dich nicht. Irgendwie sieht es so aus, als hätte nicht die Jagdstatue den Kopf verloren, sondern Wachtmeister Budimčić. Genau, ne? Wir müssen dafür sorgen, weil er das nicht... Wir haben das Ding wieder besorgt, Budimčić. Oh, da war gar keine Räum auf. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich konnte den nicht anquatschen. Beziehungsweise, ich habe nichts gehört. Ich habe auch nicht geklickt, Freunde. Zeichen. Zeichen. Wie, waren die damals schon da, die Zeichen? Zeichen. Okay, ich kann nichts machen. Was haben wir im Inventar? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, wir haben Jack. Kaputte Jack-Kopfteile. Ich könnte einen Witz über Kopfzerbrechen machen. Lass es aber. Das ist dir alles albern genug. Okay, was haben wir sonst noch? Wir haben das Mega-Alphorn. Können wir noch mal die Wikinger rufen? Ich rufe doch so gerne die Wikinger. Hier mit dem Jack da. Hallo? Spieler? Spieler? Jemand zu Hause? Sheep Major! Okay, jetzt hatte ich hier das... Goldmünze. Okay, mal gucken, was wir hier... Bernie, du hast noch was zu erledigen! Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Schade. Es hätte so schön sein können. Okay, pass mal auf, das heißt... Statue wieder da. Bernd zu Hause. Spiel aus. Mist, okay. Vielleicht konstruieren wir unsere Existenz, aber auch durch unsere unbewussten Wünsche selbst. Das würde bedeuten, dass ich meine Realität mit einer Jagdstatue, der Kopf fehlt, selber konstruiert hätte. Weil ich es so wollte. Ein ziemlich abwegiger Gedanke.
Das war in der Tat auf jeden Fall ein philosophischer Gedanke. Können wir denn die mit dir verwenden? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Das hast du nicht gehört. Doch, ich bin verzweifelt. Hallo? Aber was soll ich machen? Das funktioniert so. Das hätte ich ja vorher sagen können. Hast du Glücksmünze? Hallo? Das hast du nicht. Doch, habe ich. Hallo? Pass mal auf. Ich bin ehrlich, so aktuell weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Was ist das? Jackhorn. Ah, okay, ein Jackhorn. Das stecke ich mal ein. Okay. Darf ich da mal reinpusten? Nein, das darfst du. Das ist kein Instrument, Schaf. Vielleicht nur doch. Nur einmal tröten. Bitte, bitte, bitte. Ich versuch's anders. Rosa. Oh, ich mag Rosa so gerne. Nicht. Geht doch. Okay, jetzt haben wir ein Jackhorn. Haben wir noch was? Ich nehme mal auf die Lupe. Das ist ein Wegweiser. Zum Springbrunnen dürfen wir nicht hier. Wegweiser. Wir dürfen nicht weiter, ne? Doch, jetzt dürfen wir doch weiter? Puh. Irgendetwas riecht hier nach frischer Farbe. Wahrscheinlich hat sich der elende Pantomime gerade neu angepinselt. Vielleicht hat er ja, frisch bepinselt. Fehlt nur noch das Achtung frisch gestrichen Schild. Aber wer fasst schon freiwillig einen elenden Pantomimen an? Schnell weiter und einen Ort für die Reste der Jackstatue finden. Wo geht er hin? Immer noch genauso hübsch hier wie vorher. Nämlich gar nicht. Der Spielplatz der Hölle, Mülleimer. Mülleimer. Ja, können wir nichts machen. Sandkasten, können wir die Dinger vergraben? Den anderen auch, oder habe ich den schon? Okay, dann buddel das mal wieder zu, Bernd. Ich kannte ihn kaum, aber er war immer ein guter Freund. Ja. Nee. Okay. Ein Sandkasten. Voll mit Sand. Wer hätte das gedacht? Da ist die Elster, okay. Gehen wir ganz kurz hier auf das. Das ist alles eigentlich wie beim Alten. Da geht's zurück, Mülleimer. Okay, wieder wie doppelt angezeichnet. Das ist aber bei den einigen Lupen, die sind halt doppelt da. Warum auch immer. Nest. Kann man auch nichts mehr machen. Okay, wir sind auf jeden Fall. Sind wir jetzt die. Gute Idee, aber ich brauche noch etwas. Du brauchst noch etwas? Okay, was brauchst du denn da noch? Wolltest du nochmal graben? Grabräuberei? Störung der Jagdteileruhe? Okay. Nein, das ist mir zu dumm. Ja, ja. Mach dich ruhig über mich lustig, Kollege. Was brauchen wir denn noch? Oh, kannst du doch reinpusten? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Blablabla. Ganz kurz mal auf die Dinger hier gucken. Wir können aber nichts mehr machen. Wir können nur noch alles anschauen. Da ist der Drache. Oh, er hängt schon wieder. Wir haben ihm doch das die Feuer. Das Elsternest. Da müssen unermessliche Schätze drin versteckt sein. Aber wie kriege ich es vom Baum runter? Okay, das haben wir schon mal geschafft, aber können wir das mit dem. Das hast du nicht gerade. Doch, ich hab's versucht. Ich bin verzweifelt. Bert, ich bin verzweifelt. Kann man das hier mit diesem. Oh. Alrighty. Nest. Ist da was drin? Elsternest könnte mir als Grundlage für meine Verkleidung dienen. Verkleidung? Gute Witzig. Idee, aber ich brauche noch etwas. Du brauchst noch was? Was brauchst du denn noch? Die Kugel? Der Globus, da kommen wir auch nicht dran. Irgendwer hat die Kugel auf Atlas Schultern gehievt. Aha. Mülleimer. Können wir das damit vielleicht auch noch probieren? Hallo? Ja, ich bin zu Hause, ich weiß. Das funktioniert so nicht. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Was brauchen wir denn hier noch, Freunde? Nehmen wir ganz kurz mal auf die Lupe. Mülleimer. Hier vielleicht das Grund zu fohlen? Das hast du nicht. Doch, habe ich. Hallo? Das funktioniert. Das hast. Was brauchen wir denn hier noch? Oder können wir. Gute Idee. Aber ich brauche noch etwas. Er braucht noch etwas. Okay. Was könnte es sein? Die Wippe, da kommen wir auch nicht mehr. Wir kommen halt an nichts mehr dran. Das ist das Problem.
Atlas-Statue. Muss ich mal ganz kurz gucken. Können wir das Multifunktionswerkzeug vielleicht? Hallo? Spielt da jemand zu Hause? Das funktioniert. Das hast du. Aha. Hallo? Aha. Das funktioniert. Okay. Das hast du nicht. Doch, hab ich. Ich hab's versucht, Bernd, ich gestehe. Ich hab's versucht, ich hab's probiert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Eine Laterne. Sie macht Licht. Aber habe ich so etwas nicht schon mal gesehen? Ja, haben wir schon. So, pass mal auf. Können wir das denn mit dem finden? Hallo? Ja, okay. Einhornnest. Für ein Zweihorn-Jackkopf-Substitut fehlt noch ein zweites Horn. Es fehlt ein zweites Horn. Das funktioniert. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Okay, aber mit dem Müllhammer will er ja nichts machen. Schmeiß das es weg. Das hast du nicht gerade wirklich. Doch, das habe ich versucht. Ich habe es versucht. Statue. Können wir das da? Hallo? Ja, jemand zu Hause. Ich weiß. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, meine lieben Leute. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich auch vorher sagen können. Bla, 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 bla. Ist das den Drachen? Okay, den können wir nicht. Da ist er ja wieder. Irgendwann kommen sie alle zurück. Ja. Okay. Pass mal auf, können wir denn das Gaffertape vielleicht mit unserem Nest? Das hast du nicht. Doch, ich hab's versucht. Ich bin verzweifelt, Bernd. Hallo? Ich bin verzweifelt. Gute Idee. Aber ich brauche. Okay, er braucht noch was. Na gut, er braucht noch was. Das heißt, nochmal Lupe klicken. Das will er nicht. Will er denn vielleicht? Okay, da will er ja nicht mehr ran, sagt er. Ne? Das ist eine Friedhofsschänderei, ne? Macht er nicht. Grabräuber. Ja, genau. Nein, das ist... Okay, können wir denn vielleicht... Das funktioniert. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Komm, Grundsophon. Das hast du nicht gerade... Doch, habe ich. Und das Ding nochmal. Ja, das flumm, dumm, dumm. Hallo? Das funktioniert. Das hast du nicht. Hallo? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ich bin gerade echt ein bisschen unschlüssig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Licht. Er will nicht weggehen. Gute Idee. Aber ich brauche noch etwas. Er braucht noch etwas. Übersehe ich denn was, Freunde? Übersehe das Mülleimer? Da sind wieder die zwei Lupen. Das ist die Wippe. Kinderschaukel. Aber ich kann nirgendwo was machen. Irks. Da wird doch jedem schlecht drauf. Ja. Schaukel? Diese Schaukel ist schon Opfer des grassierenden Vandalismus geworden. Okay. Den Drachen kann ich auch nur angucken, das habe ich schon gemacht. Lampe? Hoffentlich konnte sich Atlas wenigstens ein bisschen ausruhen. Ja, konnte er. Und die Globus? Apropos Ruhe, die hätte ich auch gerne. Ruhe vor klickwütigen Spielern vor allem. Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist ja fatal. Wieso finde ich das denn nicht? Klebeband, Travelerkarte, Magazin, Sirup, leere Dose. Können wir die mit Sand füllen? Das hast du nicht gerettet. Doch, ich hab's versucht. Ich bin verzweifelt. Bernd, ich bin verzweifelt. Mega Alphorn. Hallo? Spieler, jemand zu Hause? Das funktioniert. Ja. Das hast du. Ja. Ich muss es alles mal probieren. Was ich meine. Das funktioniert. Das hast du. Doch, ich hab's versucht. Ich gestehe, ich hab's versucht. Aber hier sieht doch so aus, als wäre da so schöne Sachen drin. Und ich kann nur irgendwie, ne? Absperrband. Vielleicht kann ich es für meine Verkleidung als Jackkopf gebrauchen. Flatter, flatter. Flatter, flatter. Okay, pass mal auf. Können wir das denn jetzt hier? Moment. Das funktioniert. Wie ist unsere Jackstatue? Das hast du. Er hat doch gerade gesagt, das ist... Habe ich noch eine Hand vergessen, Freunde? Aha. Will er jetzt wieder rausgehen? Okay, geht es, glaube ich, wieder raus? Okay. Oh, da ist was drin. Wir können es nehmen, Freunde. Okay. Es hat einmal fast funktioniert mit dem Wünschen. Soll ich es nochmal versuchen? Ja. Was soll schon passieren? Ja. Außer Schlimmes? Bernd! Komm, wir versuchen das mal. Hier ist die Münze. Eine Wunschmünze in einen Wunschbrunnen zu werfen, ist, als würde man sagen, ein weißer Schimmel.
Wer weiß noch, wie diese rhetorische Figur heißt? Ein Pleonasmus? Ich weiß es nicht. Schon wieder diese verkackte Elster. Ich dachte immer, ich mag Wiederholungen in meinem Leben, weil sie mein Leben ein ganz klein wenig langweilig machen. Nein, ist wohl nicht so. Also, die Leute, dann im nächsten Test frage ich ab, ne? Weißer Schimmel, ist das ein Pleonasmus? Ist das eine Tautologie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Ist schon ein bisschen länger her bei mir. Allerdings, ja, es ist, diese verkackte Elster hat schon wieder unser Dings gestohlen und... Was für ein Glück. Pudimcic. Geht ans Telefon. Es währt nur kurz. Oh, Frau Bürgermeisterin. Ja, selbstverständlich ist alles für den Empfang der langolischen Delegation. Ja, ich verstehe. Jack-Joghurt-Handel. Ja, ich halte mich im Hintergrund. Immer Ihr ergebenster Diener. Was stehen Sie hier herum, Herr kastiger Koloss? Bringen Sie in Ordnung, was Sie verbockt haben. Alter, wir haben zumindest was verbockt. Du hast ja gar nichts gemacht. Was ist denn für ein Kasper? Bedimtschitsch. So, aber meine Münze will ich wieder haben. Ich will sie selbstverständlich. Sie schleimiger. Genau, Bernd, das hast du wunderbar gesagt. Und ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, das ist alles ganz schrecklich. Ne? Und die Delegation ist gleich da. Die wollen das Jack ja mit Teebeuteln bewerfen, haben wir gelernt. Und das sind Sitten, das kann man sich nicht vorstellen. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinde, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und es gilt einiges zu lösen, meine Freunde.